Ja, mal wieder ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier zurück auf dem Megaprojekte-Server. Ja, ihr habt jetzt die eine oder andere Folge gesehen. Ich hoffe, ich habe sie jetzt noch nicht alle geschnitten, da ich sie einfach nacheinander jetzt aufnehme, da ich, wie gesagt, im Moment ein bisschen Zeit habe, dass sie alle wirklich auch was geworden sind. Denn ich habe beim Schneiden gerade eben festgestellt, bei dem einen ist zwar die Musik da, aber das Video wird mir irgendwie momentan noch nicht angezeigt. Ich hoffe, dass es beim Schneiden danach wieder da ist. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. Ja, ihr habt gesehen, ich habe diese Brücke angefangen. Ich bin mir jetzt noch nicht so ganz schlüssig, ob ich nicht hier vielleicht noch das eine oder andere in Querstreben reinmache. Das sieht irgendwie noch etwas eigenartig aus. Aber da ich ja hier mit Huffslabs arbeite und eigentlich auch, ja, wie man vielleicht gesehen hat, relativ wahllos diese Brücke gebaut habe, ist das natürlich so eine Sache, hier mit den Huffslabs zu arbeiten. Ja, ihr seht, ich habe X-Ray drauf. Ja, macht mir aber nichts. Kann ich mit leben. Dass ich eventuell hier so, irgendwie so vielleicht oder so. Bäh. Na. Hier müssen wir es anders machen. Müssen wir es so machen. So, so. So und so. So irgendwie so Streben reinpacken hier. Boah. Ich weiß nicht, ob das optisch wirkt. Ups, mit Vollblöcken kann ich hier nicht arbeiten. Ich mache das mal anders. Und zwar machen wir wieder hier nochmal Tag. Ne? Kann man ein bisschen was sehen. Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht so schlüssig, wie und was ich hier mache oder wie ich da weitermache oder ob ich es vielleicht einfach so lasse. Es kommen ja noch mehrere Brücken dazu. Ja. Gut, ich glaube, ich führe das erstmal hier einfach weiter. Und dann schauen wir weiter, was passiert. Ja, einige werden mit Sicherheit sagen, wieso machst du denn da jetzt die Pfeiler auch unter Wasser? Ganz einfach. Wenn hier irgendein Server diesen Spawn haben möchte, um von mir aus darauf, weiß der Kuckuck, was zu machen. Finde ich es persönlich doof, wenn hier diese Brücken einfach so in der Luft hängen. Weil ich meine, ich baue zwar nicht aus, wirklich. Ich sage, oh, ich muss jetzt da unbedingt, bei dem Häuschen habe ich es jetzt ausnahmsweise mal gemacht, dass ich hier wahllos irgendwie Einrichtungen und so einen Kram reinbaue. Das mache ich zwar nicht, aber ich finde hier solche Dinge wie zum Beispiel so Brücken, die sollten schon, ich sag mal, einen relativ festen Stand haben. Na, also das ist, denke ich mal, das Minimum, was man erwarten kann von so einer Brücke. So, und von daher denke ich mir mal, ist das eigentlich nur okay, wenn ich halt auch diese Pfeiler halt eben runter bis auf den Boden mache. Das haben wir ja in unserem Survival-Projekt damals auch gemacht, dass wir die Pfeiler halt komplett runtergesetzt haben bis auf den Boden. Und sieht halt einfach auch schöner aus. Ich muss hier wieder mit X-Ray arbeiten, damit ihr überhaupt was sehen könnt in dem Video. Weil wenn ich hier alles ausmache, wenn ich jetzt das Licht zum Beispiel ausschalte, hab da nicht mehr viel von, weil kann nur ich was sehen. Und somit also wäre das denkbar blöd. Was Survival spielen ist, natürlich ist X-Ray aus, ist ja klar. Weil wäre ja unfair den anderen gegenüber. Ne? So. Oh.
Oh, Husterei. Ich werde es nie los. Mann. Ich hoffe, das funktioniert hier mit dem Headset. Ich habe mir nämlich heute erstmal ein neues Headset gegönnt. Und da so ein toller Schalter dran. Am Headset. Dann kann ich das Mikrofon abschalten. Wenn ich es denn rechtzeitig schaffe. Das ist immer das Problem dabei. Dass ich immer es nicht rechtzeitig schaffe, das Mikrofon auszukriegen. Und ich husten muss. Ich habe mir nämlich jetzt auch hier nichts zu trinken irgendwie. Doch, hier ist ein Schluck drin. Vielleicht hilft es ja. Einfach mal einen Schluck trinken. So. Ja, könnte ich das hier auch machen, ne? Genau, das mache ich auch. Mache ich hier bei denen auch. So. Dann gehen die Pfosten nämlich durch. Zwei da. Ja, es wäre natürlich einfacher gewesen, das Wasser erst zum Schluss zu setzen. Aber ich finde, so sieht man gleich, ob das wirkt oder nicht wirkt. Ja, doch, das ziehe ich ja auch durch. Die Pfeiler kommen komplett. Nicht mit dem Absatz dazwischen drin. Das sieht irgendwie komisch aus. So, da gehen sie durch, da gehen sie auch durch. Das wäre nämlich die einzige Stelle gewesen hier, wo sie nicht durchgehen. Und das sieht komisch aus. Das machen wir weg. So, hier setzen wir auch drunter. So. Ja, ich hoffe, das funktioniert hier überhaupt mit dem Headset. Ist ein So ein Trust Gaming Schlag mich tot Headset, keine Ahnung. Ist nichts Weltbewegendes, kostet kein Vermögen. Liegt irgendwo bei, ich glaube, 39 Euro oder sowas. Und ich hoffe einfach mal, dass es seinen Sinn und Dienst so erfüllt, wie ich das haben möchte. Dass man einigermaßen vernünftig zu verstehen ist. So, ja. Wenn das Dynamic Light aus ist, sieht das dann auch schon einigermaßen vernünftig aus. Gut. Hier ist der Abstand mir irgendwie noch ein bisschen zu groß. Wenn ich da jetzt einen Pfeiler zwischensetze, wird es wahrscheinlich zu eng. Vermute ich einfach mal. Gucken, wie es aussieht. Ja, ich weiß nicht, ob das mit der Musik da drin, ob was ihr dazu sagt oder nicht sagt, ich weiß es nicht. Und Kommentare sind ja mal relativ spärlich. Nur, was soll ich hierzu sagen? Ich kann hier Blöcke setzen und kann nebenbei irgendeinen Quatsch erzählen. Nur ob es das denn wirklich im Endeffekt nachher auch das Sinn macht, sei immer noch dahingestellt. Da es hier, ich sage jetzt einmal mal, abgesehen von diesem Spawn momentan nicht so ganz viel Neues gibt. Wir hatten zwar mal überlegt, ein neues Survival-Projekt zu starten. Naja, wahrscheinlich werden wir es auch machen, mal davon ganz abgesehen. Wir wissen nur noch nicht, in welcher Version wir es machen. Also die Vermutung liegt nahe, dass wir es in 1.8 machen werden. Die 1.9, weiß ich nicht. Ich sag mir mal so, altbewährt, das funktioniert in der Regel. Und
Wenn es nach mir geht, ich persönlich würde hier das Ganze umstellen, sogar auf die 164 oder 152, weil das sind Versionen, die sind durchgetestet und funktionieren. Hier fehlt irgendwie ein Pfeiler. Und da habe ich eigentlich nur gute Sachen mit oder gute Erfahrungen mitgemacht. Von daher also, warum nicht, ne? Problem ist halt einfach immer wieder, in den alten Versionen ist der Support, was Mods, Plugins und so weiter betrifft, in der Regel eingestellt worden. Also ich sage mal so, ich würde hier für den Server, würde ich gerne das Ugo Kraft Plugin gerne nutzen. Wenn es das halt für Server halt auch gibt, ne? Weil mit dem Ugo-Mod lassen sich einwandfreie Sachen bauen. Denn der Ugo-Mod kann bis zu 1024, nee, 1048 Blöcke bewegen. Was natürlich völlig genial ist, ne? Kann man Karussells und all sowas mitmachen, ne? Ach, diese Husterei, es ist zum Mäusemelken. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist keine Erkältung. Es ist keine Allergie. Es ist einfach nur nervig. Gut, den hätte man jetzt ja, ein bisschen rübersetzen können. Na, egal. Ich glaube, ich setze hier noch einen rein. Das ist wie so Kekskrümel, den man irgendwie in der Luftröhre hat und man deswegen immer wieder husten muss. Tun schon sämtliche Knochen weh. Ups, daneben. Aber ich habe momentan Zeit und somit nutze ich diese jetzt aus. So. Eins, zwei, da. Ja, hier kann man nicht viel mit World Edit machen, ne? Schade eigentlich. So, hier tauschen wir den auch nochmal aus. So. Hier rüber. Tauschen den aus. Und zumindest wieder durchgehende Pfeiler hier unten auch. Ja. Gut. Ja, also ich sag mal so, von den Pfeilern her. Ja, gut, der eine. Ja. Muss ja nicht alles exakt auf einen Block ausgerechnet sein. Ist es sowieso nicht hier, mal davon ganz abgesehen. Weil ich habe die ganze Brücke einfach wahllos gebaut. Also da ist nichts irgendwie gezählt oder irgendwas. Ich will einfach nur Brücken haben. Hier kommen verschiedene Brücken hin. Mal gucken. Ich werde gleich mal im Teamspeak gehen. Dann mal schauen, wer vom Team da ist. Und vielleicht ist ja noch der ein oder andere da. Sicher einer da. Eigentlich ist immer wer da. Die vielleicht auch Lust haben, hier noch eine Brücke hinzuzaubern. Mal gucken. Vielleicht lasse ich nebenbei auch die Aufnahme laufen oder so. Mal gucken. Oder vielleicht haben die anderen auch Lust, mal was aufzunehmen wieder. Ist ja momentan so ein bisschen eingeschlafen. Ich meine, das letzte war das Special bei Stefan zum Beispiel, bei Master Lampe. Das Silvester Special. Und das Weihnachtsspecial davor.
Der hat immer nicht so viel Lust zum Aufnehmen, habe ich das Gefühl. Ah, jetzt, wenn er das sieht hier, dann wird er wieder meckern. Stimmt ja gar nicht und so, ne? Aber naja, ihr könnt einfach ja mal auf seinen Kanal gehen. Ich habe ja bei mir in der Freundesliste, ist er ja drin. Geht mal auf den Kanal von Master Lampe und spammt dem mal richtig zu. Schreibt mal rein, er soll mal mehr Videos machen und öfter mal Videos machen, weil da habe ich nicht so viel Arbeit. Wisst ihr? Also das fände ich gut persönlich. Also da ich mal von ausgehe, dass ihr eine Top-Community seid, wäre das echt klasse, wenn ihr da, wie gesagt, auf Master Lampes Kanal gehen und den mal richtig zutexten. Nachrichten schreiben, in die Kommentare reinschreiben. Und wegen Master Lampe, mach mehr Videos. Warum? Der wird dann auch lockerer. Also der ist, momentan ist er noch so ein ganz bisschen verkrampft, was das Videomachen betrifft. Ne? Also das funktioniert dann, glaubt mir. Ich mache das hier auch ja echt nur zum Spaß. Also ich habe hier beim besten Willen nichts Professionelles. Ich habe hier weder ein professionelles Equipment, noch dass ich hier irgendwie mir irgendwelche Skripte, irgendwas hinlege. Einfach wahllos drauf los, egal. Weil ich denke mir mal, das ist immer das Beste. Als wenn man da stundenlang vorher überlegt, was sage ich, was darf ich sagen, was kann ich sagen, was muss ich sagen, was soll ich sagen und all solche Spielereien. Das ist alles albern Kram. Ich finde das Beste, frei reden, einfach drauf los. Gut, da kann denn auch schon mal Blödsinn dabei sein. Keine Frage. So, jetzt könnte man hier nicht den... Die sitzen doch verkehrt rum hier. Müssen doch nach oben. So müssen die. Und die muss nach unten. Unten, sagte ich. So. So muss es sitzen. Und die muss so sitzen. Genau. Ja, bei den Skripten war ich irgendwie, ne, glaube ich. Das ist das, was ich meine. Keine Vorlagen, kein Nix. Und da passt das schon. Habe ich das jetzt auch gemacht? Nö. So, man könnte jetzt natürlich hier unten das noch ein bisschen... Ne, da nicht. Da noch ein bisschen verlängern. Da noch ein bisschen verlängern. Aber ich befürchte, dass die Pfeiler dann zu fett werden. Das ist natürlich hier oben auch. Ich glaube, das wird zu fett. Also das hier oben ist definitiv zu fett. Nee, das wird zu fett. Das machen wir nicht. Ja, was ich noch sagen muss, ist, es könnte möglich sein. Ich weiß es nicht, wie derjenige da jetzt zusteht. Dass wir vielleicht noch ein neues Teammitglied eventuell dazu bekommen. Ist auch nicht so 100%. Und wir haben uns jetzt die Tage haben wir uns mal mit auch einem YouTuber unterhalten. Der macht eigentlich auch ganz schöne Sachen. Da muss ich nochmal den Link muss ich noch mal in die Videobeschreibung. Ne, in die Videobeschreibung meine ich nicht. Ich packe einfach in die Freundesliste rein. Mit dem haben wir uns, wie gesagt, unterhalten. Macht einen ganz vernünftigen Eindruck. Und wir haben ja immer gesagt, kommt der TeamSpeak. Und wenn man sich mal so ein bisschen unterhält, dann kommt man da mit Sicherheit auch mal an das ein oder andere und kann auch mal irgendwie was zusammen machen. Jetzt gemacht hier. So, jetzt wird Savius gleich schreiben, Hi oder irgend sowas in dieser Richtung. Plunsch. Ich ihm gleich erstmal antworten. Passt nicht. Und
Ja, das hat er also gemacht und er ist, wie ich sagte, ganz vernünftig eigentlich, macht auch ein paar größere Dinge. Ich weiß nicht, ob der ihn vielleicht kennt, den Anau-YouTuber. Wie gesagt, der macht ein paar ganz schöne Sachen. Und ich denke mal, dass das auch eine Bereicherung fürs Team sein könnte. Ja, müssen wir einmal gucken, ob der da Bock zu hat, uns mitzumachen und einfach mal überraschen lassen, sage ich mir mal. Denn nur durch Machen kann man feststellen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Meistens lässt sich sowas immer ganz schnell feststellen, wenn man so Survival-Projekte macht, wo ein gewisses Team zusammenhalten muss, um vorwärts zu kommen. Wenn das da nicht funktioniert in einem Survival-Projekt, dann braucht man sich auch keine weiteren Gedanken machen, um irgendwelche Bauten auf dem Server zu machen. Das wird dann nämlich auch nicht funktionieren. Aber da testen wir alles. Wir sind da ja sehr flexibel in solchen Dingen. Und von daher also, lassen wir uns einfach mal überraschen. So, jetzt habe ich das Video, glaube ich, inzwischen dreimal geschnitten. Ich denke mal, ich mache jetzt hier noch einen letzten Cut. Ich sage einfach mal erstmal danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten wieder ein, wenn es wieder heißt Minecraft oder irgendwas anderes. Macht's gut, Leute. Haut rein und tschüss.